Viertel vor 11 Uhr heute Morgen war eine Automobilistin Richtung Schaffhausen unterwegs gewesen. Bei der Kilometrierung 34,4 ist es dann aus zurzeit noch ungeklärten Gründen zu einer Frontalkollision mit einem Personenwagen gekommen, der Richtung Winterthur unterwegs war. In dem Auto, das Richtung Winterthur unterwegs war, hat sich der Lenker so schwer verletzt, dass er auf der Unfallstelle gestorben ist. Seine Beifahrerin hat leichte Verletzungen davon getragen, sie ist mit der Ambulanz ins Spital gekommen. Die Lenkerin vom Fahrzeug Richtung Schaffhausen hat sich bei der Kollision schwer verletzt, auch sie ist ins Spitalpflege gekommen.